Emotionen und Siege irgendwie im Bild festzuhalten, ist gar nicht so einfach. Hier ist Kevin zusammen mit Ole Schlefke vom Frankfurter Ruderclub in Mannheim beim Sieg im Doppelzweier. Hier nochmal links Kevin mit Leander von der Germania nach dem wirklich super Rennen in Köln auf der Meisterschaft. Das ist nicht gestellt, das ist so passiert. Die beiden Jungs freuen sich über ihren Sieg im strömenden Regen, klitschnass. Aber der Grund, warum ich mir das antue und die letzten 500, 200, 100 Meter so fürchterlich hart sind, liegt eben auch daran, dass man irgendwie belohnt wird irgend danach. Und man kann das auch hier sehr gut sehen. Das war der Sieg im Frühtest. Unglaublich, wie die Anspannung und auch die Freude über auch dieses unerwartete Ergebnis sich zum Ausdruck bringt. Am deutlichsten ist das aber tatsächlich auf der Junior-WM passiert. Da hat Linus wirklich alles rausgelassen. So, eines der schönsten Gesten der ganzen Saison, eigentlich was unseren Sport so ausmacht. Der Enthusiasmus, der Wille, natürlich die Anspannung, aber auch der Spaß, das sind die zentralen Dinge, warum ich mir so 2000 Meter Rennen antue. Das kann man hier wirklich sehr schön an Linus seiner Emotionalität und seiner Anspannung und wie er sie zum Ausdruck bringt sehen. Das ist wirklich ganz feine Sache hier. Das sagt sehr, sehr viel.